Das weiß noch ganz Österreich nicht. Und die Medien unterdrücken es seit Jahren. Wenn dieses Geld, das sie sich ausborgen, auch wirklich ein Wert wäre. Wie wir alle wissen, ist unser Geld aber nichts wert. Dass die Videos und alle möglichen Dinge, die veröffentlicht werden durch mich oder von mir über diese Banken, wieder aus dem Netz sehen. Wenn wir etwas erkennen, dann ist es die Aufgabe jedes Einzelnen, so wie in einem Schwarm, der auch nur so funktioniert, wenn der Erste an der äußersten Randstelle eine Gefahr oder eine Bedrohung erkennt, dann wird er den Schwarm letztlich darüber informieren. Also machen wir, hören wir sofort auf mit diesem Unsinn an Staatsfinanzen und an diesen Quatsch zu glauben. Seine Nachbarn, Kollegen, Freunde und Verwandten aufklären und im nächsten Schritt sich einfach weigern, Kredite zurückzuzahlen. Beim Top-Info-Forum in der Arena Nova konnten sich besorgte Bürger und Bürgerinnen informieren, was in Österreich so alles schief läuft. Und da gibt's einiges. Erfolgsautor Harvey Friedman erklärte den Zuhörern, was der Unterschied zwischen einem Schwerverbrecher und einem Banker ist. Sie müssen das deswegen in Frage stellen, weil es Experten gibt wie Dr. Menzinger, der in St. Gallen auf der Universität ein Gutachten oder eine Studie gemacht hat, wo er das soziale Verhalten, Altruismus, Egoismus, Empathie und alle anderen Dinge zwischen 28 Schwerverbrechern und 28 Bankern und Fondsmanagern verglichen hat. Sie werden staunen. Die sind asozialer. Wissen Sie warum? Weil denen geht es in ihren Entscheidungshandlungen und Mustern am Ende nur mehr darum, den anderen zu hindern, dass der andere Erfolg hat. Das heißt, sie sind nicht kooperativ, sondern sie sind destruktiv. Sie tun gegenseitig zerstört, sie sind kontraproduktiv. Das ist das Verhalten von Bankern und Fondsmanagern. Ich glaube, das ist eine Aufgabe, die einem zugespielt wird. Die sucht man sich nicht aus, weil ich hatte überhaupt nicht die Absicht, mich in dieser Art zu engagieren und als Vertreiber der Geldhändler aus den Tempeln irgendwo aufzutreten. Das will ich auch gar nicht. Aber ich habe einfach das Gefühl, dass man sehr vielen Leuten, Experten und auch immer mehr Bürgern dahingehend zur Seite stehen muss, dass man ihnen die Möglichkeit gibt, ihre Bedürfnisse und ihre Anliegen und ihre Wünsche und Sehnsüchte, die sie haben, im Hinblick auf die Befreiung von diesen Bank- und Machtapparaten im Hintergrund, dass man ihnen hilft, das nach außen hin zu kommunizieren. Und ich werde Ihnen was verraten, das verrate ich jetzt schon, obwohl ich es erst vorgesehen habe für Bankster Club 3. Das weiß noch ganz Österreich nicht. Und die Medien unterdrücken es seit Jahren. Im Bankster Club 3 habe ich vorgesehen, den größten Kindesmissbrauchsskandal der Welt aufzudecken. Und wissen Sie, wo der stattgefunden hat? Nein. Unter unserer Regierungspartei. Sie werden staunen. Die SPÖ Wien hat aus Steuergeldern 1200 außergerichtliche, einvernehmliche, stillschweigende Entschädigungszahlungen geleistet. 1200, das weiß niemand. Wie die SPÖ Wien auf diesen Vorwurf von Herrn Friedman reagieren wird, bleibt abzuwarten. Ja, war super, hat mir sehr gut gefallen. Ich war ja schon ein bisschen vorbereitet drauf, weil ich im Internet das ja gesehen habe. Und teilweise waren ja da richtig harter Tobak dabei, ne? Mit dem Harvey Friedman und so weiter. Aber ich habe das vorher schon von ihm bei YouTube gesehen. Haben Sie schon Erfahrung mit Banken gemacht? Habe ich, ja. Und wie haben die ausgesehen? Ja, im Geschäft. Und die haben so ausgesehen, dass ich dann hergegangen bin und keine Kredite mehr aufgenommen habe. Und alles nur noch mit Eigenkapital gemacht habe. Mir geht es besonders darum, um seinen Horizont zu erweitern. Und was mir auch gefallen würde, aber das habe ich noch sehr wenig davon erfahren, sind konkrete Schritte, die ich selber setzen kann. Also das war ziemlich theoretisch. Von einem in den letzten Jahren relativ großen Skandal um eine Bank und um einen Vermögensverwalter. Ja? Da gibt es ein Wirtschaftsprüfungsgutachten, wo die Depotbank, die in Luxemburg gesessen ist,
hineingeschrieben hat, wir können keine Garantie dafür geben, dass die Anlegergelder noch vorhanden sind. Wenn Sie als Anleger so ein Papier angeboten bekommen, 5 Wochen nachdem die Finanzmarktaufsicht so ein Gutachten bei sich am Tisch liegen hat und die Finanzmarktaufsicht sagt Ihnen, nein, das können Sie bedenkenlos kaufen, dann stehen Sie vor der Frage, ob die da eigentlich eine Behörde errichtet haben, ja, die nur ein Schutzwall sind für die, die da hinten ihre Hütchenspiele betreiben, aber nicht für die, die eigentlich geschützt werden müssen. Ich werde mit Sicherheit noch mehr Tempo und auch mehr Schärfe in den Worten in Zukunft, das kann ich ankündigen, einbauen, damit auch das Gehör nach dem Grundsatz Audiatur et altera pars, damit auch das Gehör der Mehrheit irgendwann einmal erreicht wird. Aber das ist nun mal auch mit dem vorhandenen System, das ja sehr auf Unterdrückungsmechanismen aufbaut und auch sehr auf einer Scheinwelt und auf einer Vortäuschung von Tatsachen aufbaut, wird das auf Dauer sowieso nicht mehr möglich sein, den Leuten diesen Freiheitswunsch zu verwehren, weil der Wunsch ist da und der wird immer stärker. Und ich glaube, dass sich die Leute verbinden müssen, um sich stark zu machen, weil letztlich ist eine Schneeflocke etwas sehr Kleines und Zerbrechliches. Aber wenn sie auf den Boden fällt und sich mit den anderen zu einer Eisdecke verbindet und friert, dann kann sie eine sehr harte und undurchdringbare Eisdecke werden. Und auf das müssen sich die Leute berufen. Und die Banken, die pro Jahr 20, 30, 50, 100.000 Prozesse führen und ganze Kompanien von Anwälten engagieren, die können natürlich mit jedem sich auf einen Streit einlassen. Nicht nur, weil sie rechtsschutzversichert sind, sondern weil sie auch die Gelder der Sparer dafür verwenden können. Und wenn Sie sich anschauen, was diese Anwälte da machen, wie sie die Bürger in Angst versetzen, teilweise so bedrohen, dass die ins Ausland ziehen müssen, teilweise mit der Verfolgung und auch mit dem Leben bedrohen, dann stellt sie sich wirklich die Frage, ob wir hier eine Schattendiktatur haben. Der Bürger hat das Recht, die volle Wahrheit zu erfahren. Das Top Info Forum versucht, Licht ins Dunkel zu bringen, damit wir alle wieder scharf sehen können.